Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind nach wie vor in der Toskana und machen uns gleich auf zu einem Kleinstadttrip. Und zwar ist die Kleinstadt, die wir besuchen, wieder ein richtig cooler Geheimtipp, die Kleinstadt Montepulciano. Montepulciano ist eine mittelalterliche Hügelstadt und ist komplett von Weinbergen umgeben. Wir haben hier auch eine richtig geile Unterkunft, dazu gibt es auch bereits ein Video, und haben auch schon die Stadt Arezzo besucht, eine Großstadt hier in der Nähe. Gönnt euch noch die anderen Videos und lasst ein Like und ein Abo da. Piu. Gleich geht's los, wir fahren eine Stunde in den Süden. Einfach schön hier bei uns. Skrupp. Auf zur Stadterkundung. Und die Gang Nummer 2 ist angekommen. Die Gang ist wieder vereint. Und jetzt bahnen wir uns den Weg in die Innenstadt. Ein kleiner Bolzplatz und ein Mäuerchen. Let's go. Und wir starten mit einem kleinen Bottle Flip. Oh. 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 Hier haben wir schon ein richtig schönes Stadtpanorama. Die Gitano Valenciana, die seit 300 Jahren den Mittelpunkt der Medici-Familie darstellt, von wo aus der montepulcianische Schafsbahn. Richtig schönes Stadtpanorama und auch mit einer richtig schönen Aussicht auf die Landschaft. Da hinten gewittert's und weiter geht's. Vorbei am Porta al Prato. Hier starten schon richtig schöne Gässchen. Hier geht's schon in die historische Altstadt. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Stadtflagge auch wieder präsent. Dann erkunden wir mal die Innenstadtgässchen. Links und rechts wieder viele Möglichkeiten zum Einkehren. Die Kleinstadt ja auch bekannt für den Weinanbau, wie ich ja schon auch im Intro erwähnt habe. Deswegen auch viele Weinverköstigungen überall verteilt. Hier nochmal das Stadttor, das wir gerade passiert haben. Auch auffällig hier, es ist insgesamt ein bisschen milder, weil die Kleinstadt auch einfach ein bisschen höher liegt. Also von den Temperaturen im Sommer auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Kleine Seitengassen laden zum Erkunden ein. Ich laufe jetzt erstmal die Hauptstraße entlang. Schöne urige Restaurants mit richtig coolen Sitzgelegenheiten. Und die Flaggen ja auch schon in Arezzo ein Thema gewesen. Montepulciano hat ja insgesamt nur 14.000 Einwohner. Und die Gang gönnt sich erstmal ein Eis. Jetzt lecken wieder alle beim Eis. Gönnung. Hier eine wunderschöne Kirche im Stadtzentrum. Es handelt sich um die Chiesa di Sant'Agostino. Hat sogar noch offen, vielleicht kann man ja mal einen kleinen Blick hineinwerfen. Dann mal hinein. Nicht ganz so pompös wie zum Beispiel in Arezzo. Kein Eintritt, trotzdem mal was von innen anschauen. Hat sich rentiert und jetzt geht's wieder raus. Die Eisgang lässt sich schmecken. Du hast ein paar Twilight-Infos für mich. Ja, also der zweite Teil spielt in Volterra. Aha. Also das Ende. Ja. Und ein Teil wurde hier gedreht. Okay. In Montepulciano und ein Teil in Volterra. Voll schön, wusste ich noch gar nicht. Und wir sind jetzt auf den Spuren von Twilight. Kleines Mitbringsel für den Kühlschrank gegönnt. Auch was gefunden? Eis. Dann laufen wir mal zum Highlight der Stadt und zwar zum Piazza Grande. Let's go. Auch richtig geil geschnitten, die ganzen Gebäude. Geht's immer richtig tief. Hinein. Na, ihr zwei, was sind eure Eindrücke von der City? Ich finde es richtig, richtig schön. Also ich war vor 5 Jahren mit meinen Eltern schon hier. Ach so. Ja, und ich finde die Stadt richtig schön. Aber es ist sehr hügelig auch. Und es fängt gerade an zu regnen. Das ist richtig geiles Eis. Er findet jedes Jahr am letzten Sonntag im August, das haben wir leider knapp verpasst, die Bravio delle Botti, ich habe es sicher falsch ausgesprochen, statt ein Wettkampf der 8 Stadtteile, bei dem Weinfeste den Berg hochgerollt werden müssen. Geilo. Und was sagen die Flaggen hier aus? Das sind wohl die verschiedenen Stadtteile und wir gehen jetzt vom blauen Gebiet ins rote Gebiet über. Aha, also gar nicht die Stadtflaggen, sondern die Stadtviertelflaggen. Hier haben wir nochmal den Twilight-Beweis. Gleich da und auch der Weg noch zu den anderen Sehenswürdigkeiten der City. Hier noch ein paar Bilder von den Weinfass-Hochschiebeturnieren. Echt sauamüsant einfach. Hierfür noch ein paar schöne Gässchen nach oben. Sieht auch wild aus. Schöne Gässchen links und rechts, wie immer.
Leider regnet es einfach. Das ist ein bisschen schade. Jaco lässt sich wie immer ablichten von ihrem Mori. Die Straßen werden schon leerer oder die Leute verschwinden nach drinnen zum Essen. Schön. Jetzt schaue ich meine Seitengasse rein, weil das da nach einem richtig coolen Aussichtspunkt aussieht. Hier noch ein richtig nice Stadtpanorama. Leider lässt der Regen eine weite Aussicht nicht zu. Dann Richtung Piazza Grande. Lädt auf jeden Fall auch zum Essen ein hier. Mega schön. Neues Stadtviertel passiert. Neue Flaggen. Aufgrund der ganzen Seitentreppen und so weiter erkennt man auch, warum sich es hier um eine Hügelstadt handelt. Wieder aus einer richtig süßen Seitenstraße gekommen, haben wir jetzt auf jeden Fall eine bessere Aussicht. Regen hat auch ein bisschen aufgehört. Es ist so schön hier. Wir müssen uns noch mal verbessern. Die Aussicht wird heute doch noch mal besser. Man kann weiter sehen. Sogar einen Regenbogen. Zur rechten Hand sehen wir ein wunderschön durch die untergehende Sonne angestrahltes Haus. So ein schöner kleiner Spot, den wir hier gefunden haben. Richtig süß. Das Social Media Team ist unterwegs. Und jetzt geht's noch zum Highlight der Stadt. Und wieder eine der vielen Weinbars. Der Piazza Grande liegt wohl auch ein bisschen höher. Vino, Vino, Vino. Soweit das Auge reicht. Und die Stadtflaggen ändern sich mal wieder. Neues Viertel. Und hier ein Blick auf das Teatro Poliziano. Für die Historie der Stadt auf jeden Fall ganz wichtig. Und jetzt zum Grande Finale. Und da ist er. Wir sind jetzt am Piazza Grande und Jana gibt uns noch ein paar Infos. Also hier ist ein Twilight-Schauplatz, ganz wichtig. Hier ist dieser Platz, wo in einer Szene ganz viele Schauspieler in bunten Mengen stehen und feiern ein Fest. Und die Hauptdarstellerin rennt durch die Menge hindurch und es war ein Schauplatz mit dem Glockenturm da oben. Hier das Wahrzeichen der Stadt, der Piazza Grande. In der Mitte das Rathaus und dann nebendran noch der berühmte Glockenturm. Diana hat ja schon ein paar Infos gedroppt. Hier hat eine Szene von Twilight gespielt. Auch der Brunnen hier am Piazza Grande hat viel Historie. Ich blende euch einfach dazu mal was ein. Und hier auch wieder neue Flaggen. Das heißt, der Beginn eines neuen Stadtviertels. Richtig schönes Abendrot. Allerdings werden wir gleich von einer miesen Regenwolke überrascht. Wirklich eine mega schöne Aussicht. Vom Wetter her haben wir auf jeden Fall nochmal mega Glück gehabt. Die Kathedrale hat leider vorübergehend geschlossen. Ich denke mal wegen Baumaßnahmen oder ähnlichem. Auch wenn die Kathedrale geschlossen ist, auf den Rathausturm oben kann man für ein paar Euro hoch und hat einen schönen Blick auf die Stadt und auch einen schönen Panoramablick Richtung toskanisches Land. Wirklich ein richtig cooler Platz. Bye bye Piazza Grande. Und bevor es regnet, suchen wir uns schnell ein Restaurant, in das wir einkehren können. Die anderen haben einen Standort geschickt. Da muss ich jetzt schnell hin, bevor ich pitch nass werde. Vorbei am Palazzo Ricci. Eine Musikakademie, wie man unschwer erkennen kann. Bisher habe ich noch Glück, es nieselt nur. Und weiter geht's Richtung Abendessen. So viele Mittelalter-Vibes hier. Einfach eine richtig wunderschöne Stadt. Auch eine Art Gallery. Hier nochmal ein Weinstüblein. Ich glaube, vom Wetter her habe ich jetzt echt Glück gehabt. Der Regen hat nämlich aufgehört. Und mit vielen Eindrücken aus der Stadt verabschiede ich mich von diesem Kurzvlog hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Motiviert euch mal hierher zu kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und checkt die anderen Toskana-Videos. Jetzt wird noch was gesnackt. Ja, servus. Und da gehen wir jetzt was futtern. Moritz, kann der Wein was? Wie viele Geschmackspunkte würdest du dem Wein geben? Ja. 9,5. Na, probier er mal. Du darfst jetzt so viel lachen, du brauchst weniger Gesichtsausdruck. Schmeckt's frisch? Kalt, aber frisch. Ist es kalt? Ja, ja das Jawohl. Ist kalt, hat eine gute Temperatur. Jawohl, und wie viele Geschmackspunkte würdest du vergeben? 9,5 von 10. Ja, nicht überlegt länger. Und wie viele Geschmackspunkte würdet ihr eurer Andi-Pasti geben? Basti? 9,5 von 10. Lasst euch schmecken, Kinder. Quasi der beste Kumpel von Europa.